Ja, und willkommen zurück zu Twilight Princess HD in Kumula, Leute, wir sind endlich da, wir sind in der Stadt, in den Wolken, wir sind regelrecht wirklich hochgeschossen worden mit dieser Kumula-Kanone, die wir da in Kakariko gefunden haben. Tobi war dann so nett und hat sie uns am Hüllesee repariert, für gerade mal 300 Rubine, das war ja ein Schnäppchen, wenn man bedenkt, wie viel Geld ich noch immer bei mir habe, immer noch über 1000 Rubine. Und ihr seht schon, wie es hier aussieht. Ein ziemlich eigenartiger, wenn auch cooler Baustil. Und hier laufen ganz, ganz viele Tanten rum, also ganz viele Kumulaner. Die sehen irgendwie eh alle gleich aus. Wie können diese gleich voneinander unterscheiden? Die sind ja wirklich... Hat vielleicht einer mehr Streifen am Kopf als der andere oder irgendwie so, keine Ahnung. Die Tante selber ist auch wieder da. Also die kann ich hier auch benutzen. Sie würde mich in den Laden ganz am Anfang der Stadt zurückwarten. Also da kann man sich zum Glück auch noch Pfeile und sowas kaufen. Und wir haben auch bereits Bekanntschaft mit dem Boss gemacht. Das ist ein riesiger Drache, der hier oben rumfliegt und die Stadt angreift. Und der hat zuletzt auch mal ganz gemein eine Brücke zerstört. Als wir wieder zurückgegangen sind über die Brücke, kam der angeflogen und dann warm war die ganze Brücke weg. Das war da drüben. Aber... Wir müssen jetzt sowieso wieder zurück auf die linke Seite, weil jetzt habe ich einen kleinen Schlüssel dabei. Und jetzt können wir da die Tür aufmachen. So. Weil hier drüben ist die Brücke ja zum Glück noch intakt. Die habe ich da drüben mit dem Gleiter erstmal auftauchen lassen. Die hat sich erstmal ausgefahren. So, und wir brauchen hier auch draußen oft die Eisenstiefel, damit uns der starke Wind nicht einfach runterpustet. Ja, Gargaroks fliegen hier auch rum, die sind hier auch zu Hause in den Wolken. Ich bin halt leider im vorigen Part halt falsch abgebogen. Ich bin zuerst hierher und dann musste ich halt leider wieder umdrehen, weil ich ja noch keinen Schlüssel für die Tür da hatte. Aber wenigstens ist die Brücke schon draußen. So, ich hoffe, dass der Drache die nicht auch noch kaputt macht. Bin ich mir nämlich gar nicht mehr so sicher, ob die zweite Brücke auch noch zersmasht, aber ich glaube nur die eine da drüben. So, also dann gucken wir jetzt mal, was sich auf dieser Seite befindet. Ah, ja genau, das war der Raum. Stimmt ja, hier ist ja so ein richtig mega kräftiger Wind durch die... Propeller. So, und hier sind auch wieder die Viecher. Ich weiß nicht, wie die eigentlich hier oben, was die hier oben machen. Die gehören eigentlich in den Seeschrein, aber hier oben leben die halt irgendwie auch. So. Alter, also, wenn du da ein paar Minuten lang so drin schließt, hast du aber auch einen steifen Nacken. Das ist auch nicht gerade gesund. So, hier ist auch nochmal so ein Vieh. Hoffentlich falle ich jetzt hier nicht runter, sondern auch bin ich nicht abgestürzt, aber ich wette, dass mir das irgendwann noch passieren wird bei meinem Ungeschick, was ich oft an den Tag lege. So, und hier natürlich drüben dran ziehen. Wir müssen aufpassen, die blauen Blöcke habt ihr eh gesehen, die fallen ja runter, wenn wir draufsteigen. Aua! Mann, du... Scheißvieh, ich wollte gerade an dir vorbeilaufen, fick dich. So, halbes Herz Schaden genommen, aber was soll's, ist nicht so tragisch. Gibt ja auch hier oben wieder zwei Herzteile. So, jetzt war ich hier, glaube ich, irgendwo. Oder habe ich das schon wieder falsch gemacht? Irgendwo ist nämlich auf der anderen Seite ganz fies ein Kristallschalter versteckt, der zumindest den Propeller ausmacht. Aber jetzt gehe ich erstmal durch die Tür da. Denn hier ist auch wieder ein Kumulaner. Ah, hier. Ich glaube, hier ist die Karte drin, oder? Jawohl, die Dungeon-Karte. Sehr gut. Und ihr werdet gleich sehen, auch Kumula ist ein sehr großer Dungeon. Hat nämlich auch verdammt viele Stockwerke. Also ist mit der Zitadelle der Zeit eigentlich irgendwie gleich auf, könnte man sagen. Wenn nicht sogar irgendwie größer von der Fläche gesehen. 1F sind wir gerade, da haben wir ja auch unten im Süden nochmal angefangen, da sind wir angekommen. Dann gibt es hier, Mann, ich mache das immer mit dem Steuerkreuz, also muss ich mit dem Joystick hier. So, 2F gibt es, 3F, 4 und 5F, wobei im 5F erwartet uns da eh nur noch mehr der Drache. Zwei Geistersinn gibt es eben wieder und dann geht es auch nur nach unten, B1, B2 und B3. Also ich werde hier lange unterwegs sein. Hauptsache jetzt haben wir mal die Karte, so hier können wir auch noch nicht durch, das ist so ein...
ein Tor, was glaube ich auch erst von der anderen Seite nur aufgeht. Können wir eigentlich so viel sein und den Kumulanern nicht eine reinhauen mit dem Schwert? Nö. Lassen sie nicht angreifen, sind ja auch nicht unsere Feinde, die sind eher unsere Freunde. Auch wenn sie wirklich verdammt, wow, unheimlich aussehen. Ich weiß, die sind so, die sehen aus wie Alien-Hühner, ich kann das gar nicht anders sagen. Toll. Was mache ich jetzt? Ich muss nochmal irgendwie zurück. Ah, fies, Mann, da unten ist ja auch noch eine Truhe, aber da komme ich ja auch noch nicht hin. Komme ich ja noch gar nicht hin, Mann, oder? Ich meine, wenn ich auf den Block steige und so... Nee. Da ist uns überall nur zum Runterfallen. Wie soll ich denn das jetzt machen, verdammt? Hier war irgendwo ein Kristallschalter, das weiß ich noch, aber ich weiß nicht mehr, wo genau. Irgendwo auf der Rückseite. Von irgendwo. Hier nicht. Ah, da! Dort, 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 man sieht es eh schon. Was soll ich denn da... Ach, warte mal. Glück gehabt. Wie man es macht, macht man es falsch. Und sowas hasse ich. So. Na, da ist er doch schon die ganze Zeit. Ich habe vorhin schon gucken müssen, aber den habe ich echt nicht gesehen. Und einfach mal umfärben von Rot auf Blau. Hallo? Von Rot auf Blau? Ach, scheiße, das geht ja gar nicht. Achso, ne, Pfeile werden ja abgelenkt von dem Wind. Aber mit dem Greifhaken geht's, glaube ich, gell? Ah, na, also. Propeller ist aus. Achso, von Rot auf Grün. Meine Güte, wenn die mir die Farben hier ändern, sieht es mal eine andere Farbe. So, jetzt ist wenigstens der eine Propeller aus. Jetzt können wir weiter. Aber an sich finde ich Kumula, ja, ist ein geiler Dungeon. Natürlich mit der großen Gefahr, ständig irgendwo abzustürzen, aber ich finde, der Endboss ist irgendwie der geilste von allen. Dieser riesige Drache, der war schon immer mein liebster Endboss in Twilight Princess, ganz ehrlich, weil auch der Kampf so geil gemacht ist. Und wenn man es dann erstmal geschafft hat, ist das auch so eine richtige Genugtuung, dieses Vieh besiegt zu haben. Aber das wird noch dauern. So, jetzt sind wir hier. Hier steigt der Wind wieder von unten auf. Weil hier auch wieder solche Propeller sind. Ist auch total unglücklich. Da stehen Krüge drauf, aber die Blöcke fallen trotzdem nicht runter. Ja, vielleicht kommt wohl aufs Gewicht an. So, na toll. Hier sind jetzt wieder Fledermäuse. Komm mal schon her, zack. Können hier nämlich auch ganz schön Stress machen. Wow, boah, boah, da muss man so aufpassen hier. Bisschen vorsichtiger wäre schon ganz schön. Dann können die mal stillhalten, diese Mistviecher. Die erwischt man ja auch überhaupt nicht. Mann, jetzt lass dich doch mal treffen. Boah, dann leck mich doch am Arsch. Dann nimm nicht scheiß Fledermaus. Ich hasse sie und ui. Ja, ich habe sie schon gesehen. Auch die Viecher gibt es hier oben. Die sich da gerne unter den Bodenfliesen verstecken. So, abgestützt und tot. Allerdings, man kann sich auch einfach hier dran ziehen. Edge. Voll verarscht. Boah, das wird knapp, wenn ich da jetzt ein bisschen runterfallen will ich ja nicht. So, da geht ja nicht, aber hier geht. Weil wir da super viele Pfeile verschmeißen. Hier ist ja doch mal so ein Vieh. Was machst du denn da drunter? Du glaubst wohl, du kannst mich auch verarschen, ne? Aber nicht mit mir, Freundchen. So, komm mal her, du olle Fledermaus. Ich will die Truhe da drüben haben, aber du störst mich dabei. Los, komm. Und zack. So, mit dem Schwert trifft man da doch wenigstens immer. So, da ist eh nur Geld drin, oder? Ja, 10 Rubine war super. Dafür habe ich jetzt mal Leben riskiert. Warum höre ich hier immer noch Gegnermusik? Weil hier irgendwo noch jemand zu sein scheint. So, warte mal, wie war das jetzt eigentlich nochmal gedacht? Kann ich mich jetzt hier drüben irgendwie wieder zurückziehen? Oder komme ich irgendwie anders wieder zurück?
Ich weiß nicht, ob Link hier hochspringen kann und sich festhalten kann. Ich wette, dafür ist er wieder viel zu blöd. Das geht sich ja gar nicht aus. Nee, warte mal, das muss aber gehen, oder? Der muss sich doch jetzt hier... Na also, geht ja doch. Ne? Ich bin da immer so ein bisschen skeptisch. Letztens mit dem Eulenstart, da habe ich auch geglaubt, der Link packt den Sprung und dann hat er ihn nicht gepackt. Wenn man da ja irgendwie... Da kann er sich nämlich nicht an den Kanten hochziehen. Jetzt zur Hölle macht denn hier Stunk? Ständig ist hier Gegnermusik zu hören. Das ist... Ach so, deswegen, wegen dir. So, tschüss, Mann, abgestürzt. Nö, immer noch Gegnermusik. Na egal. Hier ist sonst nichts mehr. Hups. Tja, und wir sind durch. Das ist auch wieder mehr oder weniger nur Verbindungsgang gewesen. Weiter geht's. Oh, ha, Leute, bei den Typen kann man jetzt wieder fies sein und mal Bombenpfeile verwenden. Damit stößt man sie mit der Wucht der Explosion einfach in den Tod. Oder sie sind an sich schon tot. Oh mein Gott, das war der schwerste Kampf meines Lebens. Bombenpfeile, die Lösung für fast alles. Also ich glaube, da wo Bombenpfeile wirklich nichts bringen, sind die Nimbus-Garden, weil die sind dafür einfach viel zu gut gepanzert und zu mächtig auch. Bei denen bringt das, glaube ich, nichts, weil die das irgendwie blocken. Aber sogar diese Panzerechsen, ein Schuss und tot sind die. Warum sollte ich mich hier extra mit denen rumärgern? Dass ich dann auch irgendwie abstürze? Nee, nee, nee. Sicher nicht. So, jetzt muss ich irgendwie hier hoch. Da, so. Hallöchen, was macht ihr denn hier drin? Aha. Gut, jetzt habe ich da irgendwas aktiviert. Dabei ist er eigentlich wieder zurückgehen. Ach so, ja. Hier ist jetzt eine... Hier ist noch eine Tür. So, dafür sind hier die Kumulaner drin. Also nehme ich mir einen, so ein fliegendes Alienhühnchen und springen! So, ein bisschen aufwühlen und yeah. Dem Spiel gibt es ja leider kein Dekoblatt oder sowas ähnliches. Und deswegen muss man sich halt so helfen. Und ja, jetzt sind wir wieder hier, allerdings auf der anderen Seite oben. Ja, Geld kriegst du hier auch mehr als genug. So. Warum können die denn an den Wänden laufen? Das ist so verrückt. Das ist so richtig crazy. So. Da drüben ist wieder eine Truhe. War das schon der Kompass? Na, oh, werden wir gleich sehen. Dass eventuell schon der Kompass war. Ja, Kamera bitte. Ich sehe ja fast nichts. So, und loslassen. Und ist es der Kompass? Nein, kann es nicht sein, was uns jetzt geleuchtet. Es ist ein 50er. Na ja, okay. War es nun wieder nur mal für Geld, immer nur für Money. Link kriegt ja irgendwie... Der kriegt ja für seine Arbeit auch, wird er ja nicht bezahlt. Er findet das eh selber. Der braucht hier keinen... Der braucht gar keinen Arbeitsvertrag. Nee, nee. So, jetzt nehme ich mir mal dich hier drüben. Hallo? Hey, ich brauche dich doch. Komm her. Oh Mann, dann eben nicht. Dann nehme ich eben dich hier unten nochmal. Wo ist es denn? Hallo? Wo ist das vielleicht ein Hühnchen hin? Alien-Hühnchen, wo bist du? Was soll, machst du denn da ganz oben? Ich krieg dich ja gar nicht mal zu fassen. Komm gefälligst hier runter. Du läufst natürlich noch weiter rauf. Eh klar, läuft noch weiter rauf. Achso, da bist du. Da bist du ja. Dann komm du eben her. Der andere ist zu blöd dazu. Dankeschön. So, warte mal. Nein, nein, nein. Es geht sich noch raus. So. Glück gehabt. Obwohl, ich muss eigentlich... Ne, ich muss eigentlich da drüben hin. Da ist schon wieder so ein... Ich weiß gar nicht, was das darstellt. So ein komisches Metallgebilde, wo ich mich ja mit den Greifhaken dranhängen muss. Das ist auch eine Art Schaltermechanismus. So. Und zack.
Erstmal das voll die Krüge zerdeppert. So, komm gleich wieder mit. So, nun wir warten die... Ja, diese Aufwinde hören meistens ja auf. So, und... springen! So, ich muss jetzt irgendwie in dieses Loch da rein. Komm schon. Na. Gut, so. Ah, nein! Oh, falsch! Ey, du bist doch auch schon wieder so ein Vollidiot. Das war die falsche Richtung. Warum hat das sich denn jetzt umgedreht? Du bist doch auch scheiße. Mann! Oh, das ist hier wieder so ein Scheiß. Könnt schon wieder ausrasten? Das ist doch nicht wahr. Mann! Ich will doch nur auf die andere Seite. Kann denn das so schwer sein hier? Warum hat der Depp sich denn jetzt umgedreht? Ich wollte das gar nicht. Ich hab dir nicht gesagt, Link, dreh dich um und flieg in die verkehrte Richtung. Kann aber nicht wahr sein. So, nach oben. Ich will nach oben, ja. Link will hoch hinaus. Jo, das sieht schon besser aus. So. Das ist alles nur, dass wir diese verdammte Tür erreichen. Weia, wir müssen echt bis da nach unten zu der Tür. Na, das kann ja was werden. Das wird ein gefährlicher Abstieg. Oder vielleicht doch eher Abflug. Ich weiß ja auch nicht so genau. Hier sind schon wieder Fledermäuse hier. Die sind ja auch überall. So, Moment mal. Ich muss erstmal irgendwie darüber. Warte mal, komm ich da überhaupt hin? Muss ich doch irgendwie hinkommen? Warte mal, von hier aus geht sich das aber... Es geht sich aus. Da wusste ich doch, dass man dieses Tor da irgendwie aufbekommt. Das haben wir in der Abkürzung. So. Die Kumulaner fliegen auch gleich wieder zurück, wenn sie merken, ist ja ganz schön windig hier. So, gut, das haben wir jetzt schon mal eine Abkürzung aufgemacht. Das ist immer praktisch. Ich liebe Abkürzungen. Wer mag denn keine Abkürzungen? Abkürzungen sind praktisch. So. Vorsichtig. Wie können eigentlich die Kuranas auf einem Steinboden wachsen? Kann man das mal irgendwie erklären? Brauchen die nicht Erde oder sowas, um zu wachsen? Und überhaupt zu leben? Das ist schon wieder Videospielerlogik vom Feinsten, ha? So, da unten ist nochmal so eine Kugel. Ja, Kugel, wenn es wirklich richtig rund ist, das Ding jetzt auch nicht unbedingt. Ihr wisst ja, was ich meine. Dieses Etwas halt. Wartet mal, wie komme ich da überhaupt... Kann ich da überhaupt hin? Kann ich dort... Ne, ich glaube, das geht gar nicht. Warte mal. Warum seid ihr denn hier? Ich glaube, ich muss, wenn dann hier runterfliegen. So. Ups. Lieber hier unten erstmal dich töten. Ach, wenn du stinkst und hässlich bist. Ja, na klar. Sogar bei so einer Dekranepflanze machen wir eine schöne Schwertpose. Ich muss irgendwie die Kugel da erwischen. Geht sich auch aus. So, hups und... Ah! Perfekt. Oder... Vielleicht auch nicht. Verdammt! Verdammt! Das war falsch! Das war so falsch. Was soll ich da sagen? Ich komme jetzt hier von hier aus gar nicht mehr weg. So, ich bin endlich in einer Situation, wo ich definitiv abstürze. Fuck! Idiot! Was war das denn für eine Scheiße? Das ist zum ersten Mal passiert. Wie macht man denn das nochmal? Das geht ja noch gar nicht. Da muss ich doch erst in die da... Nee, aber das ist doch da, wo ich die Tool bekomme. Das ist doch kompletter Blödsinn. Mann. Ich weiß nicht, ist das überhaupt dauerhaft offen? Oder ist das wieder zugegangen, weil ich jetzt abgestürzt bin? Na klar, das ist doch wieder zu, oder? Da unten. Ja, na klar, ist wieder zu. Scheiße! Wie geht denn das nochmal? Ich habe den Dungeon-Gegenstand noch gar nicht, mit dem ich das theoretisch machen könnte, dass das klappt. Was soll denn der Mist? Das muss aber dann irgendwie anders gegangen sein. Wie hat man das nochmal gemacht? Das ist ja auch bescheuert. Wenn ich mich da dranhänge, komme ich ja gar nicht... Ja, nö, dann weiß ich auch nicht, dann... Leck mir doch. Dann muss ich woanders hin. Ich hab's doch gewusst, dass ich irgendwann mal hier wo runterfalle. Aber nur, weil ich das jetzt falsch gemacht habe. Es geht einfach noch gar nicht.
Hier geht's aber auch noch woanders hin. Da! Ich muss ja zu der Tür. Ich bin schon wieder, das Spiel hat mich schon wieder voll verarscht. Fick dich! Das war unfair! Das gilt nicht! Das war die falsche Tür! Also ich meine, durch die Tür da oben muss ich dann auch durch, aber das geht halt auch nicht. Das war ja eh mein Fehler. So. Ah, Leute, ich glaube, wir bekommen jetzt gleich endlich den Dungeon-Gegenstand. Von dem ich ja gerade eben gesprochen habe, dass ich den für dieses andere Tor da brauche. Aber wie fies man hier schon bestraft wird. Wenn du hier einen Fehler machst, bist du sofort tot. Wenn du dich da dranhängst und dann hast du keinen Boden unter den Füßen, stützt ab und dann... Pech gehabt. So, das Ding ist ein bisschen größer, also brauchen wir mehr Gewicht. Also einfach die Eisenstiefel anziehen. Ach du meine Güte, wer bist du denn jetzt? Das, liebe Leute, ist ein sogenannter Eralfos. Ein fliegender Drache, also ein kleiner Drache halt. Den man aber so angreift. Der hat ja nicht umsonst so eine Zielmarkierung an seinem Schild dran. Arschloch. So, können wir den irgendwie anders nehmen? Man muss, glaube ich, wirklich erstmal warten. Wenn er den Schild halt vor sich hält... ihn mit dem Greifhaken an sich ranziehen. So, na los, komm, mach was. Na los, so jetzt, hier. Batz, batz, batz. So, jetzt hat er das geschnallt, das andere Strategie. Jetzt kommt er von da. Hat nur ganz wenig Zeit und bam, bam und schlitz. So, wenn er, glaube ich, einmal am Boden ist, kann man ihm, glaube ich, wirklich nichts mehr anhaben. Ja, weil er einfach alles blockt. So, jetzt haut er wieder ab. Man muss immer aufpassen, aus welcher Richtung er auftaucht. Da. Nein! Das war schlecht. Ich habe die falsche Taste gedrückt, ich Idiot. R und nicht ZR, du... Hohlbirne ist schon wieder hier. Da ist er. Komm her jetzt. Jetzt stirbst du. Endlich geschafft. Naja gut, so schwer war der Kampf jetzt nicht. Aber cool inszeniert. Einfach mal so ein Drachenkrieger. So ein Drachenritter. Aber glaub mir, so jemanden haben wir auch nicht zum letzten Mal gesehen. Das war nur die erste Vorstellung von dem Typen. Und ja, jetzt bekommen wir endlich den Dungeon-Gegenstand. Ihr werdet kaum glauben, was das für einer ist. Du erhältst einen Greifhaken. Kombiniert mit dem, den du schon hast, kannst du ihn als Doppelhaken verwenden. Lege ihn auf Y und X oder R und ziele mit dem linken Stick oder dem Gamepad und verwende ihn, um den Greifhaken mehrmals hintereinander einzusetzen. Das ist doch mal eine geile Idee, hä? Einfach mal einen zweiten Greifhaken. Kein komplett neuer Gegenstand, nee, einfach nur mal dasselbe. Aber mit dem Doppelhaken ist doch richtig geil. Kombination aus zwei Greifhaken möglich, die nochmalige Verwendung des Greifhakens, während du dich an einer Wand oder einem Gitter festhältst. Und nur so... kann ich dieses eine andere Tor da jetzt auch aufbekommen? Beziehungsweise nur so komme ich überhaupt hier raus. So, weil wir können uns jetzt hier... Weil warte mal, Blödsinn, warte mal. Alt, ich will die Tastenbedingungen nochmal ändern. Ich hatte das doch eigentlich da drauf. So, ich habe das immer lieber auf R. Die Pfeile auf D und... Bomben oder Bumerang, brauchen wir den Bumerang nochmal?
Nee, komm mal, ja, Bomben passt schon, so habe ich das doch lieber. Wir hängen uns jetzt einfach mal da irgendwo dran, also hier. Können uns hier runterlassen und dann mit dem zweiten Haken einfach, während wir hier dranhängen, einfach zielen. Ist das nicht geil? Und dasselbe gibt es euch ja auch in Skyward Sword. Da findet man von Anfang an ja schon dann den Doppelhaken. So, jetzt einfach in den Efeu dran ziehen. Bitte auch festhalten, Link. Ich fass es nicht. Ich sagte festhalten, du Mongo. Warum hält das hier schon wieder nicht fest? Der ist so ein Trottel. Ich hab mich doch hochgezogen. Er hat sich nicht festgehalten. Was soll das? Hör auf mich zu verarschen. Ich hasse sowas. Wieso hat der Mongo sich schon wieder nicht festgehalten? Ich verstehe dich nicht, Link. Da war auch genug Platz. Mensch. Ich will überhaupt nicht mein Tag heute, ich weiß nicht, was soll das? Das regt mich so auf! Halt dich einfach an diesem scheiß Efeu fest, du Idiot! Einfach hochziehen, du Trottel! Hochziehen! Zieh dich hoch! Dankeschön! Ja, was war da jetzt so schwer? Warum hat das vorher nicht geklappt, du Blödmann hier? Das gibt's ja nicht! Mensch, das war unnötig! Ich meine, hallo, der hat doch einfach nur greifen und festhalten. Ich habe doch hier den Analogstick nach vorne gedrückt. Aber nö, er denkt, er lässt lieber los. Ey, wenn du hier jetzt loslässt, Link, dann bin ich aber echt sauer auf dich, ne? Also, ich kann auch nicht mehr, als wenn die Spielfigur selber loslässt, dann stimmt ja was mit der Steuerung nicht, ne? Da bin ja ich jetzt nicht schuld. Ich habe gedrückt, er hat nicht das gemacht, was ich wollte. Ist also er der Trottel und nicht ich. Wenn ich mal wo daneben springe, ist es was anderes. So. Jetzt muss ich halt nochmal gucken, dass ich nochmal an dieses... Wo ist es überhaupt? Da oben. Ja, ja, genau. Ne? Jetzt kann ich mich hier richtig schön wieder nach oben arbeiten. Krüge da unten sind mir einerlei. Aber das ist schon eine geile Sache. Und vor allem jetzt kann ich auch endlich dann, wenn ich hier fertig bin in Kumula, mir den ganz großen Köcher holen, den Riesenköcher für 100 Pfeile. Weil die zweite Start-Challenge ist nämlich nur machbar, wenn man den Doppelhaken hat. Mit nur einem Greifhaken ist die schwer bis unmöglich zu schaffen. Ich weiß nicht, ob man es wirklich mit einem theoretisch auch schaffen könnte, aber es ist, glaube ich, sauschwer. So, und jetzt lasse ich mich wieder an der Kette rund, aber da ich jetzt noch einen zweiten Greifhaken habe, komme ich einfach hier durch. So, das Tor geht nämlich auch wieder zu, richtig fies. So, und jetzt bin ich hier unten und oioioi, hier muss es jetzt auch schnell gehen. Man kann sich schon denken, was mit den Säulen passiert, wenn man sich da dran hängt. Die fallen nämlich auch runter. Irgendwie sind Kumula hier alles ziemlich brüchig und uns nicht mehr so gut intakt. So, einfach dran ziehen. Gleich an die nächste Säule dran. So, ist wenigstens praktisch, das wird automatisch anvisiert. So, und jetzt kann ich endlich an die Truhe ran. Ist das jetzt endlich mal dieser verdammte Kompass? Yeah, Baby, endlich der Kompass. Wie viele Kompasse muss Link überhaupt schon haben? Reicht da nicht eigentlich einer aus? Nein, scheinbar nicht. Vielleicht hat ja jeder Dungeon sein eigenes Magnetfeld. Das würde das irgendwie so ein bisschen erklären. So, da Lächeln. Jetzt sind wir unterhalb der Brücke und... Oh, weia. Erstmal versuchen hier die ganzen Killer-Dekroners lieber abzuballern mit dem Pfeil, weil die sind echt mega lästig. Aber kann ich das da hinten überhaupt noch erwischen oder war das jetzt wegen dem Wind? Komm schon. Okay, alle tot, so. Gut. Ich finde die Idee einfach geil. Du rechnest eigentlich doch sicher mit irgendeinem ganz einzigartigen Gegenstand hier oben in den Wolken und dann kriegst du einfach... Oh mein Gott, seht euch das an, da oben ist er. Da ganz oben fliegt der Drache rum. Das ist auch so geil, dass man den Boss hier die ganze Zeit eigentlich sehen kann, wenn man im Freien ist. Weil der da oben auf dem Plateau dann auf mich wartet. Das ist... Eigentlich ist das wirklich geil. So. Aber ich kreide es ihm immer noch ziemlich an, dass er die eine andere Brücke da einfach mal zerstört hat. Aber mit dem Doppelhaken kommen wir da jetzt dann trotzdem nochmal rüber. Aber Leute, alles weitere dann natürlich im nächsten Part. Jetzt will ich nur nochmal zurück in den Hauptraum und von da aus mache ich dann noch Schluss. Muss ich jetzt mal den Part wieder beenden. Ist, glaube ich, eh schon wieder ein bisschen zu lang geworden. Vorsicht, bitte.
Geh einfach nach oben. Einfach nach oben. Einfach nur klettern. Das kann doch nicht so schwer sein. Danke. Uiuiuiui. Schwere Geburt. Gut, und jetzt komme ich doch eigentlich... Warte mal, eine Sache. Wie war denn das nochmal? Wenn man nämlich hier nach oben guckt... Seht mal, wir kommen nämlich später von da oben runter. Da können wir dann auch irgendwie diesen großen Propeller da oben an der Decke, den können wir auch ausmachen. Dass da dann kein Wind mehr entsteht. Und dann kommen wir von da oben runter, da ist auch so ein Gitter. Und dann kann ich an die große Kugel da ran. Und wenn ich die aktiviere, dann dreht sich, glaube ich, nämlich der Propeller da draußen an der Außenwand, an der Außenmauer. Der fängt dann an, sich zu drehen. Aber das hat alles noch Zeit. So, hier nochmal der Beweis, dass... Der Boss ganz oben auf uns wartet. Allein im Vierf gibt es noch drei Truhen. Hier sind es vier. Boah, da gibt es auch noch da eine und dann eins. Boah, noch fünf Truhen. Da drüben sind auch noch zwei. Da oben ist noch eine. B1 hat noch eine. B2 hat nichts mehr. B3 auch nicht mehr. Naja gut, also noch einige Truhen zu finden. Fehlen immer noch beide Herzteile. Die Geister kommen auch erst ein bisschen später mit ihren Seelen. Aber jetzt haben wir wenigstens endlich den coolen Doppelhaken. Ich finde, der macht richtig Fun. Und da komme ich jetzt dann auch endlich vor Hyrule Start in dieses Loch runter. So dieses Loch im Boden, wo ja dann ganz unten eine Truhe ist. Da kommt man auch nur hin, wenn man den Doppelhaken hat. Und im Kakariko-Tal ist da auch noch was Ähnliches, wo wir auch wieder den Doppelhaken brauchen. Alles zu seiner Zeit. So, bis zum nächsten Mal. Hoffentlich ein bisschen gechillter, gefasst. Jetzt habe ich ja wenigstens das, was ich wollte. Jetzt habe ich einen Doppelhaken. Weniger ausrasten, ist schlecht für Blutdruck und so, ne? Also bis zum nächsten Mal und hoffentlich auch ohne wieder abzustürzen. Tschüss!